Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es mal darum gehen, wie man 1,2 Tonnen anhebt. Denn ich muss für diese wunderschöne Hobelmaschine ein klitzekleines Gestell bauen, denn ich zeige euch mal, wie der aktuelle Stand ist und das will ich in Zukunft ein bisschen besser machen. Zuallererst mal zu dieser Maschine hier gibt es ein eigenes Video. Schau einfach auf meinem Kanal vorbei, dann findest du ein Video, wo ich dir die große Hobelmaschine zeige. Fun Fact hier, dieser Boden, das ist der originale Boden, auf dem hat die Hobelmaschine auch in der damaligen Schreinerei gestanden und wir haben einfach den Boden rausgeschnitten und konnten die Maschine dann halt eben so mit dem Palettenwagen transportieren. Das will ich ein bisschen verbessern, wobei es hier eine Kleinigkeit gibt, auf die man achten muss. Dafür wechsle ich jetzt erstmal den Hochhubwagen, denn der ist nur für 600 Kilo ausgelegt, der andere kann 2,5 Tonnen heben. Derzeit arbeite ich an dem Absaugprojekt, da gibt es auch ein paar drastische Veränderungen. Wird doch nicht so laufen, wie ich es mal vorgestellt habe. Deswegen kommt das Gebläse da hinten erstmal wieder auf die Palette oben drauf. Jetzt ist mein Buchs kaputt gegangen. Ich grinne die scheiß Latz nicht mehr zu. Ja, ihr habt richtig gehört, eine Absauganlage selbst bauen werde ich doch nicht. Dazu werde ich aber in diesem Video nicht ganz so viel sagen. Vielleicht wird es da in Zukunft ein paar Informationen geben, warum das jetzt doch der Fall ist. Abonniert aber auf jeden Fall den Kanal, wenn ihr wissen möchtet, welche Lösung ich für mich gefunden habe. Denn darüber wird es bald auf jeden Fall ein Video geben und das beinhaltet dann auch eine neue Absauganlage. Schaut euch mal diesen brutalen Motor an. Also der ist echt. Was ist die Schraube da lose? Die ist schon seit 50 Jahren los. Die kann dann jetzt auch weiterhin lose bleiben. Das ist der Motor. Ich sehe gerade eine Kleinigkeit. Das ist gut, dass ich danach geschaut habe, denn hier dieses Kabel, das wurde unter der Maschine lang verlegt. Das bedeutet, die wurde von unten angeschlossen, aus dem Boden. Und für mein Gestell muss ich das natürlich beachten. Um das aber einfacher bauen zu können, das Gestell, werde ich das Kabel hier durchlegen, weil sonst würde das Kabel hier liegen und ich müsste irgendeine Art der Aussparung stehen lassen. Ich glaube, in dem Fall werde ich doch eine andere Lösung anwenden und zwar werde ich, glaube ich, doch kein Gestell bauen. Ich werde in dem Video, in dem Projekt, werde ich dann die Maschine auf eine Europalette stellen. Aber ich habe nämlich noch eine andere Maschine, da wird es nämlich dann doch mehr Sinn machen, für die Maschinen gestellt zu bauen. Ich gebe euch mal eine kleine Preview. Das hier ist ein bisschen unpraktisch. Ganz auf den Boden stellen will ich es aber auch nicht, weil dann kann ich es halt wirklich gar nicht mehr bewegt. Das heißt, da hinten könnte ich eine Europalette benutzen. Die ist auch dann stabil genug. Und dann müsste ich jetzt hier kein Gestell bauen. Dann wird es aber trotzdem spannend, wie man 1,2 Tonnen einmal komplett hochhebt. Ich brauche jetzt erstmal zwei Hilfsrohre. Das mache ich jetzt als erstes. Ich habe tatsächlich bei dieser Metallkappsäge endlich mal ein neues Sägeblatt drauf gemacht und wer hätte es gedacht, jetzt schneidet auch hier dieser Langsamläufer viel, viel schneller das Material durch. Jetzt kann ich nämlich da unten die Europalette rausnehmen. Wer sich fragt, warum ich eine Europalette nehme, na, so eine Europalette passt perfekt unter so eine Hobelmaschine drunter. Und da oben die beiden Paletten, das sind einmal 1 Meter Paletten, das heißt, die kann ich gar nicht benutzen. Und weil da unten die Europalette dann gleich fehlt, muss ich die hier auf die zwei Metallrohre drauflegen. Ihr glaubt gar nicht, wie oft dieser Hochhubwagen mir schon aus der Patsche geholfen hat. Der kann zwar nicht so viel heben mit 600 Kilo, im Vergleich zu dem normalen Palettenwagen kann der nämlich 2,5 Tonnen heben, aber dafür kann dieser Hochhubwagen, wie es der Name auch schon sagt, die Dinge halt einfach viel, viel höher heben und das ist eine tolle Sache. Kurz zur Erklärung, warum ich das eigentlich machen muss. Man kann es da unten so ein bisschen erkennen, Palette bzw. Spanbrett, und das bricht natürlich und das liegt jetzt da unten an der Hobelmaschine auf und das ist einfach nicht so richtig. Und da will ich einmal, dass die richtig gut steht und das tut sie halt hier auf diesen beiden Kanthölzern so gar nicht. Deswegen will ich das jetzt einmal machen, damit ich mir sicher sein kann, dass die Maschine auch einigermaßen gut steht. Der Plan ist, dass ich die Palette von hinten komplett durchschiebe, denn die ist ein bisschen schmäler als die Maschine an sich. Aber auch nicht so viel, das ist immer das große Problem. Das heißt, 1 cm Auflagefläche auf beiden Seiten. Probieren wir es mal. So, ohne Stockwinden geht hier gar nichts mehr, weil diese ganzen Teile sind immer so schwer. Irgendwie mit was Hebeln und so, das bringt meistens nie so viel. So, ich hebe jetzt hier noch ein Stückchen an. Boah, das ist immer ganz komisch, dass du... Das sind auch so Arbeiten, da würde ich euch eigentlich nicht empfehlen, das alleine zu machen. Und wenn mal was passiert, kommt man meistens schlecht ans Handy ran, weil die Hand unter drunter eingequetscht ist. So, die Maschine steht da jetzt schon mal auf diesen beiden Kanteln auf. Jetzt werde ich sie hier mal langsam ablassen. Und jetzt versuche ich mal, sie da hochzuheben. Oh Gott, sie kippt wirklich das da.
Ich denke, hier kann man deutlich erkennen, dass es schon kurz vor knapp war alles. Weil so wie sie jetzt da steht, hat sie die ganze Zeit auf den Paletten gestanden. Also auf dieser Ich will und kann nicht Palette. Da sieht man nämlich jetzt schon, dass die hier rumknickt. Und puh, da wird mir immer ganz schwindelig, wenn ich sowas sehen muss. Da ist jetzt wirklich Vorsicht geboten. Hier steht sie gar nicht mehr auf. Das heißt, das hängt jetzt wirklich gerade einfach so, wie es will. Jetzt heben wir sie mal auf der anderen Seite nochmal hoch. Wie gesagt, ganz, ganz gut aufpassen hier. Das einzig Gute an der ganzen Sache ist, dass sie halt nicht rumkippen kann. Sie kann halt nur runterfallen. Okay, das ist keine gute Idee. Also, solange die Finger nicht drunter sind, ist das erstmal halb so wild. So. Boah, die hat schon Magie, ne? Da ist sie jetzt gleich frei. Da ist sie auch frei. Boah, das war jetzt auch direkt der letzte 50 Jahre. Die Hobelmaschine schwebt jetzt quasi. Die ist jetzt nur an diesen drei Punkten. Liegt sie jetzt auf. Kann ich ja mal zeigen, wie es so unten drunter aussieht. Jetzt ist das Ziel, sie nochmal abzustützen, damit die neue Plattform drunter kann. Und das werde ich jetzt auch mit dem Palettenwagen erstmal machen, dass ich ein bisschen mehr Sicherheit wieder habe. Ganz wichtig, immer mal schauen, dass man mit dem Palettenwagen dann unten drunter nichts zerdrückt. Das ist in dem Fall nicht der Fall. Wie mache ich es am gescheitesten? Gut, wir stehen auf der anderen Seite. Nur das Gewicht ist wahrscheinlich auf der Seite, wo der Motor ist, ein bisschen größer. Das heißt, ich heb's auch dort eher an als auf der anderen Seite. Da haben wir genug Höhe. Ja. So, theoretisch müsste das Ding jetzt hier frei stehen. Und das ist auch der Fall. Warum mache ich denn sowas immer kurz vor Schluss? Das ist eigentlich total dumm immer. Das Ding ist, wenn man hier so ein bisschen denkt, dann ist das meistens gar nicht so wild. Nächste Möglichkeit bei sowas ist immer Vollmaterial als Rollen. Wobei ich eher ungern eine Tonne irgendwie auf einer Rolle hier nur mittig irgendwie rumbämbeln lassen wollen würde. Ich habe eine Idee. Ich habe eine richtig gute Idee. Ich habe eine richtig gute Idee, damit es auch sicher ist. Meine persönliche goldene Regel für sowas ist immer Stückchen für Stückchen. Weil wenn dann irgendwie was ist, ist ja schon ein Stückchen hier unten drunter. Weil jetzt sieht man, links und rechts haben wir jetzt gleich die Möglichkeit, unterzufüttern. Und das ist ganz schön geil. Stückchen ablassen. Ah, ich kann sie jetzt hier theoretisch doch hochheben, weil hier steht sie ja über. Also machen wir das jetzt einfach mal. So. So, einmal. Deswegen sind zwei Stockwinde immer praktisch. Praktisch, praktisch, gut. Boah, ist das doch so ekelig. Hier, ne? Es geht. Ihr seht jetzt hier die Stockwinde. Greif mit einem Zentimeter, viel mehr ist es nicht. Auf der Seite ist es ein bisschen mehr. Und jetzt kann ich mich hier die Palette runterschieben. Und ich habe eine große Sicherheit. Das heißt nämlich, wenn jetzt irgendwas kippelt, liegt die Palette schon runter, unten drunter und das Ganze fällt nur noch einen Zentimeter runter. So, das Ganze steht hier schon mal ziemlich gut schon eigentlich, ne? Ich glaube nämlich nicht, dass die anfangen zu rutschen, wenn die am Schaffer ist. Jetzt können wir nämlich nochmal anfangen, das Ganze hier hochzuheben. Ich glaube sogar, ja, dass wir es einfach jetzt hier hochheben. So. So. Und jetzt müssen wir wieder anfangen zu stückeln und es an der Seite aufzubauen. Das ist immer der ekelige Moment. Das mag ich nie so sehr. Jetzt stellen wir sie nämlich einfach hier auf Holz. Genau, und dann können wir theoretisch die Palette weiter schieben. So. So. Hier jetzt nochmal abstellen. Und hier jetzt wieder hochheben. Ha, jetzt steht sie auf drei Punkte nur noch auf. Crazy. Und jetzt können wir die Palette nämlich wieder weiter durchschieben. Boah, das funktioniert gerade echt ganz gut zum Glück. Ich will, dass sie hier bündig aufsteht. Genau, das ist gut.
Hobelmaschine steht derzeit nur noch auf hier diesen Stützen und hier auf der Stockwinde. Jetzt können wir sie theoretisch da mal ablassen. Es gibt solche speziellen Heber, mit denen kann man dann ganz flach hier unten drunter kommen. So was habe ich aber nicht. Deswegen werde ich es jetzt mal wieder auf die künstlerische Art und Weise machen. Es geht nur darum, dass wir sie kurz anlüpfen, damit wir hier diese Hölzer entfernen können. Weil das ganze Gewicht liegt derzeit auf diesem Hölzchen hier auf. Und deswegen müssen wir das jetzt hier ein bisschen unterfüttern. Und können sie hier mal ein bisschen hochdrücken. Genau. Okay, das ganze Gewicht ist auf der linken Seite, deswegen muss man jetzt ein bisschen justieren. Einmal befreit, jetzt langsam runterdrehe. Ey, als wenn die Palette dafür gemacht wäre, oder? Boah, wie gut. Wenn ich jemals eine größere Werkstatt habe, dann kann ich die ganze Scheiße doch auf jeden Fall jetzt schon mal besser rausfahren. Oh, das da ist wie von 3er BMW auf 5er BMW umzusteigen. Sagenhaft. Vor allem das Riesenvorteil, ne? Der Riesenvorteil ist jetzt auch auf jeden Fall, dass ich mit dem Palettenwagen nicht das Kabel unten drunter kaputt machen kann, weil das habe ich jetzt entsprechend festgemacht, sodass da erstmal nichts mehr passieren kann oder sollte. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr gewusst hättet, wie man so schwere Maschinen bewegen könnte. Das hier ist jetzt eine Methode, ich schätze mal, dass die bis 3 oder 4 Tonnen funktioniert. Und alles, was darüber hinausgeht, ist das vielleicht auch so ein bisschen schwierig schon mal. Aber ich sag mal, wenn man so Maschinen hat, die sind ja dann im Vergleich, was es an Maschinen gibt, wenn die dann 2, 3 Tonnen wiegen, dann geht das tatsächlich noch. Und dann ist das ja noch leicht, deswegen, das ist so eine Möglichkeit, mit der kann man dann am Schluss noch die ganzen Holzbearbeitungsmaschinen ganz gut bewegen. Und ich denke, das war auf jeden Fall eine sinnvolle Entscheidung, weil man sieht ja da schon ganz deutlich, das Brettchen, auf der halt eben die Hobelmaschine gestanden hat, das war nichts mehr. Also die war wirklich fertig und deswegen ist das jetzt schon eine gute Sache, dass die jetzt mal besser steht. Denke ich schon. Abonniere doch gerne den Kanal. In Zukunft bin ich gerade dabei, meine Werkstatt so ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Denn das Ziel für dieses Jahr ist auf jeden Fall, in einer staubfreieren Werkstatt zu arbeiten. Das hier war jetzt so einer der ersten Schritte, damit ich da zum Beispiel auch die Absaugung richtig installieren kann. Und genau, abonniere gerne den Kanal. Hier wird noch einiges auf euch zukommen. Und hier ein kleines Preview oder kleiner Preview. Thema Absauganlage. Gibt es ein paar herbe... Sieht das aus? Gibt es ein paar herbe Veränderungen? Was ich nämlich in dem Ansprachevideo gesagt habe. Aber abonniere den Kanal, da wird es bald auch Infos zu der Absauganlage geben. Und genau. Puh, ich gehe jetzt erstmal duschen. Wobei, könnte man noch auf Moje ziehen. Mal schauen. Hier sind noch 2 weitere Videos. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss. Oh Mann.